Jeder behauptet, dass etwas anderes innen ist. Es gibt alle Farben, es gibt alle Schnitte, es gibt alle Muster, die eigentlich momentan innen sind. Man kann eigentlich nicht mehr sagen, was out ist. Dennoch kann man drei Tendenzen feststellen, die derzeitig das Bild in der Mode prägen. Erstens, Functional Fashion. Das heißt, Mode wird interaktiver, funktionaler und vernetzter. Das heißt, Technologie und Mode verschmelzen miteinander. Zweitens, Self-Fashioning. Die Kunden wollen individualisierte Produkte. Das heißt, sie fordern auch die Partizipation an der Gestaltung. Die letzte Tendenz ist Slow Fashion. Sie ist das vorherrschende Prinzip neben Fast Fashion. Das heißt, die Transparenz im Herstellungsprozess wird wichtiger und auch lokale Produkte gewinnen an Bedeutung.